normalerweise hier in der Werkstatt eingesetzt und hauptsächlich in der Montage, also alles, was mit der Fertigstellung von Kolbenverdichtern zu tun hat. Dazu gehört halt die Montage der Kolben an sich, die Bearbeitung und Anpassung. Wenn ich hier bin, bin ich größtenteils in der Montage unterwegs und baue halt zusammen die Maschinen. Und dann gibt es in Zwickau noch einen Verbundpartner, da bin ich in anderer Hälfte der Ausbildung und wird halt die Grundlagen gelegt für alle, also vom Feilen, übers Drehen, Fräsen, bis Hydraulik, Pneumatik, alles sowas. Und je nachdem haben wir dann hier im Betrieb halt die praktische Anwendung dazu und dann unser Gelerntes unter Beweis stellen. Bei Kerlen ist ja Metall immer was Gutes, würde ich mal sagen. Und da ist Industriemechaniker, gerade durch das ganze Drehen und Fräsen, was man dann in der Ausbildung macht, schon was Naheliegendes. Na gut, der Beruf Industriemechaniker, der hat mich natürlich vorher auch schon gereizt. Also das war auch mein Ziel, irgendwie in die Richtung zu gehen natürlich, die Interessen auch dementsprechend liegen. Also bei mir ist es schon so ein bisschen, also auch von Grund her, dass so Metallbearbeitung und sowas hat mir schon immer Spaß gemacht. Und das halt hier halt gerade große Metallteile zu bearbeiten, also jetzt nicht so kleines Zeug nur, sondern halt auch mit großen Maschinen arbeiten zu können, das ist halt das Besondere hier auch. Ja, ich finde halt generell die Arbeitsbedingungen hier, die ganze Umgebung, die Kollegen, echt ansprechend. Also man hat halt viel mit jungen Kollegen zu tun und so ist das Verhältnis auch von Anfang an ganz entspannt gewesen. Also wir waren von Anfang an hier integriert und gehörten mit dazu und ja, passt das schon. Also das Arbeitsklima ist zum einen sehr gut hier. Ist zwar ein bisschen weit weg von mir zu Hause, aber ich finde halt die Firma schön, auch die Größe der Maschinen alleine und sowas. Also hat mich sehr fasziniert. Also ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen, hier weiter zu arbeiten bei Borsig. Wir werden halt seit unserer Ausbildung ganz gut unterstützt, indem wir halt echt unseren Lehrmeister haben oder die Kollegen, die uns da ganz hilfreich zur Seite stehen. Und wenn wir mal irgendwelche Probleme oder offene Fragen haben, dann können wir mal an die Kollegen rantreten und kriegen dann fachkundige Antworten. Also man hat halt hier außer der normalen Ausbildung, Kranschein habe ich hier gemacht, den Staplerschein wird noch dazukommen, solche Sachen, das ist halt auch nochmal was Besonderes. Gerade mit dem Kollegen mache ich genau das Gleiche, also im gleichen Jahr wie ich, komme doch aus einer ähnlichen Gegend, also ist eine Weile von mir zu Hause weg hoch und mit dem mache ich auch in der Woche viel. Und also ich hatte den Oras 4 kennengelernt durch die Ausbildung und wir sind schon gute Freunde geworden, kann man sagen. Dass man mit den Kollegen halt auch nach der Arbeit sich mal trifft auf ein Bierchen oder so, das ist sehr schön.